wir haben natürlich zum Abschluss unserer Staffel nochmal die Kids bemüht. Wir haben nochmal mit den Kids gesprochen und haben gedacht, guck mal, die haben immer so tolle Ideen. Und das ist immer so verrückt und das ist so Out-of-Box-Denken, was die machen. Ne? Die denken nicht immer den normalen Weg, die denken immer ein bisschen abstrakt. Und genau da wollte ich irgendwie dieses Geniale wollte ich anzapfen und habe die Kinder mal gefragt, ob sie mir mal einen Horrorfilm pitchen könnten. Ne? Die sind 7, 8 Jahre alt, die haben doch bestimmt sehr viel Horrorfilm-Erfahrung. Ne? Dachte ich mal, kann man die mal fragen. Wir haben uns getroffen und habe einen sehr, 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 sehr teuren Horrorfilm gedreht. Das ist wirklich, wir waren mit 100-Mann-Team und wir hatten eine Wahnsinnsausstattung und haben all das gemacht, was Kinder uns gesagt haben. Also wir haben uns mit Kindern getroffen, die haben uns gesagt, wie ihr Horrorfilm aussieht. Und dann haben sehr, sehr viele Erwachsene sehr viel Geld ausgegeben und sehr, sehr viel Schweiß und Wut und sehr viel Arbeit da reingesteckt, dass ein Horrorfilm genauso aussieht, wie Kinder sich das wünschen. Das ist das Ergebnis. Viel Spaß. Ich würde gerne einen Gruselfilm machen, und zwar einen Horrorfilm, okay? Also, wo sich nur gegruselt wird. Okay. Habt ihr schon mal richtig gegruselt? Nee. Nee? Noch nie? Nee. Wer ist die Hauptrolle in dem Film? Du. Wie wird der Film heißen, wenn er mega gruselig ist? Der Horrorfilm mit der Sense. Gleich versteckt sich der Mond für kurze Zeit hinter einer Wolke und dann wird es dunkel. Der Mond versteckt sich kurz hinter einer Wolke und dann wird es dunkel. Und vielleicht so ein Wolf oder so und jault. Man hört es auf jeden Fall. Wo bin ich? Zu Hause. Zu Hause? Ja. Und dann knistert irgendwas. Dann geht auf einmal da eine Lampe, geht so. Kerze an, Kerze aus. Kerze an, Kerze aus. So, dann schellt's an der Tür. Wie schellt's an der Tür? Ich drück jetzt mal und ihr macht den Sound. Und dann steht so irgendwie so ein spooky Mensch oder irgendwie. Was denn für ein spooky Mensch? Beschreib mal, wie ein spooky Geist aussieht. Vielleicht so ein Mädchen? Schreibst du dich gerade selber in den Film rein, Josie? Nee. Genau, Killer-Clown. Ein Killer-Clown? Ja. Aber den gibt's ja schon. Wir müssen selber einen Spooky-Menschen kreieren. Dann steht auf einmal vor dir, vor deiner Tür, ein Pizzalieferant und hatte aber nur eine Maske auf. Wie sieht die aus? Totenkopf. Eine Pizza. Eine Pizzamaske? Na, dann weiß jeder, wer er ist. Ja, dreh dich. Kann die Maske irgendwas? Also die Pizza dreht sich dann. Die Pizza dreht. Und was sagt ihr dann? Guten Tag, hier ist eure Pizza, die Sie bestellt haben. Bitte 5 Euro bezahlen und dann werde ich euch töten. Guten Tag, hier ist die Pizza, die Sie bestellt haben. Bitte 5 Euro bezahlen und dann werde ich euch töten. Du musst raten. Was muss ich denn raten? Du musst raten, welches Stück nicht vergiftet ist. Und wie finde ich das raus? Du hast einen Hund und lässt ihn testen. Wie heißt der? Hallo. Kann der irgendwas Besonderes? Reden. Und ich muss jetzt erraten, welches Stück nicht vergiftet ist. Bello, das musst du machen. Ja klar. Ich bin doch eine blöde Köter. Ich kann ja ruhig abkratzen, wa? Sag mal, bist du bescheuert? Dann siehst du den Pizzalieferanten nicht mehr. Und dann war der auf einmal in deinem Schlafzimmer. Okay. Und hat deinen Fernseher gestohlen. Was? Da! Der Fernseher ist weg! Was
finde ich den jetzt? In einem Maisfeld, und da steht der so. In einem Maisfeld? Und kann ich telefonieren? Nee, kein Akku. Kein Akku? Empfang ist nicht da. Typisch ja, iPhone. Kein Akku, kein Empfang. Dafür geile Bilder. Machen Bella und ich erstmal Selfies? Ja. Hey, hör mal, ruf die Bullen. Ich kann die Polizei nicht rufen. iPhone, kein Akku, kein Empfang. Aber dafür geile Bilder. Selfies. Also Bello ist mit im Maisfeld. Und was sagt Bello zu mir? Guck mal, Luke, da ist doch der Fernseher. Hey, Luke, da ist doch der Fernseher. Und dann kämpfe ich gegen den Pizzalieferant. Ja, du machst ihm erstmal einen Karate-Kick. Man kann doch direkt einfach Anlauf nehmen, zack, weg. Karate! Hilfe! Warum redet der Pizzalieferant genau wie ich? Weil er dein Bruder ist. Ein Zwilling. Nur, dass er die Haare da drin hat und grüne Augen. Geil! Okay, und dann ist dann der Streit sofort beendet, weil wir Zwillinge sind, oder? Euer Vater steht immer hinter euch. Ihr bemerkt das noch nicht, weil der einen Unsichtbarkeitsmantel hat. Und den zieht er dann ab? Was sagt Bello in dem Moment? Was ist das denn für ein Blödsinn? Warum siehst du aus wie mein Zwilling? Weil ihr Zwillinge seid. Das ist der Satz, der dann fällt von meinem Vater. Wieso bekämpft ihr euch? Ihr seid doch Zwillinge. Wieso macht ihr das? Das ist gut. Wieso bekämpft ihr euch? Ihr seid doch Zwillinge. Wieso macht ihr das? Und was machen der Zwilling und ich dann? Umarmen. Dann umarmen wir uns? Ja. Dann weint ihr. Dann weinen wir? Ja. Was passiert ganz zum Schluss? Sie machen Kinoabend. Mein Kinoabend? Bei wem? Bei euch. Aber Schatz, wovon redest du denn? Er schellt wieder an der Tür. Es schellt wieder an der Tür. Und wer ist dran? Burger. Von Lieferando.de. Sag mal, Luke. Der Film heißt der Horrorfilm mit der Sense. Ja. Na. Ab wann kommt dann endlich die Sense? Ich bringe die Burger und die Sense. Halloween ist schön. Halloween ist schön. Wir haben unsere Promis gefragt, ob sie uns eine Gruselgeschichte vorlesen. Wir haben immer verschiedene Versatzstücke ihnen zum Vorlesen gegeben. Und jetzt haben wir alles zusammengeklöppelt. Das hier ist 8 Wochen Arbeit, eine Gruselgeschichte gelesen von sehr, sehr vielen Promis. Bitte schön. Ein Mann. Sagen wir mal, sein Name war Oliver. Verlor den Anschluss an die Gruppe und verirrte sich im Wald. Auf einmal hörte er das Heulen eines Wolfes. Au, 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 au. Ich kann tote Menschen sehen. War ein Spaß. Die Gruppe fand im Wald eine verlassene Holzhütte. Vorsichtig gingen sie hinein und legten sich schlafen. Spoiler alert, people are gonna die. I can tell you that. And the first one is Oliver. Because this wolf is very, very hungry and no other characters were introduced yet. Die Eulen riefen, macht, dass ihr verschwindet, denn da, wo eure Holzhütte steht, da war mal ein Friedhof. Aber es war nicht irgendein Friedhof, sondern ein Friedhof, auf dem Zombie-Schwerverbrecher begraben war. Um Punkt 12 Uhr, als alle schliefen, standen sie aus ihren Gräbern auf. Die Zombies waren auf der Jagd. Auf der Jagd nach Blut. Das Wasser lief den Zombies im Mund zusammen. Leider lief ihnen das Wasser
aus dem Mund. Waren ja Zombies. Ganz ehrlich, bei Zombies war ich raus. Es gibt keine Zombies. Und wenn es Zombies gibt, dann sind die nicht im Wald. Die sitzen zu Hause und gucken Love ein. Die Zombies hatten kein Erbarmen. Sie lockten ihr Opfer in eine Falle und fraßen den Wolf. Von diesem Geräusch wurde ein Mann in der Hütte wach. Er schnappte sich eine Taschenlampe und lief hinaus in den Wald. Hallo, ist da jemand? Hallo? Hallo? Niemand weiß, was im Wald passiert ist. Seit diesem Tag sind alle Wanderer vermisst und wurden nie wieder gesehen. Und hier nimmt unsere Gruselstory eine überraschende Wendung, mit der niemand gerechnet hätte. Heute Morgen wurde einer der Wanderer gesehen und jetzt kommt's. In der Nähe eines Fernsehstudios. Plötzlich spürte er eine kalte Hand auf seiner Schulter. Er drehte sich langsam um und schaute in das grinsende Gesicht einer gruseligen Horrorpuppe. Gott, oh mein Gott. Du hast hier gar nichts anmerken lassen. Nein, überhaupt nicht. Aber das Problem ist, kann ich das Stück gleich im Sitzen spielen, bitte? Ja. Aber danke auch an alle Promis, die das vorgelesen haben. Das war ein großer Spaß. Dankeschön.